Willkommen zur letzten Folge in dieser Session von Fallout New Vegas und ja, das war jetzt wirklich ein bisschen skurril. Ein Hühnerbein. Nicht, dass sie ohne irgendwas ist. Haben wir jetzt eigentlich irgendwas hier weggeworfen? Ach so, die Wurfäxte, stimmt. Dann auf in das nächste Haus. Wundert mich, dass hier sonst keine Gegner sind. Opernsänger, okay. Denke die bestimmt auch nicht an. Nö. Na dann auf in das letzte Haus hier. Ein Laufsteg oder was soll das sein? Okay, und raus. Jetzt gehe ich aber noch mal nach da oben.
Auf jeden Fall ein interessanter Ort. Mein bisheriges Highlight. Auch wegen dem kleinen, wegen der kleinen Todeskralle. So, wir müssen irgendwie in die Richtung, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Oh, leck mich doch. Ach, bleib doch da. Denk, Patrick, ich würde meinen exponentiellen Hass auf euch nicht mal mit dem Nerd ausbeschreiben. Ich hab eigentlich gedacht, ich kann den deaktivieren. Aber wahrscheinlich ging das nicht, weil er uns gesehen hatte. Ach klar, wir kriegen ja keine verkoppelten Körperteile mehr. Würde ich ihn jetzt mal mitnehmen, aber. Oh. Danke. Ach, das sind wieder die Hunde. Oh, verdammt. Das sieht schon mal schön aus. Okay, da müssen wir rein. Na, da bin ich gespannt. Ich hau auf den Roboter ein. Genau. Was finde ich denn? Ah. Cool.
Alter, wie viel ich wurde da einstecken können von. Ehre. So, okay, das haben wir dann zumindest. Ich hoffe, damit kriege ich den Schild da unten weg. Sierra Madre Testfall. Ich hörte einen der Manager erwähnen, dass, egal ob Sinclair es weiß oder auch nicht, dass Sierra Madre ein Testfall für den Autodoc und die innovative Gifteforschung sei. Vielleicht haben sie nur Witze ergriffen, aber diese Art von Witzen jagt mir einen kalten Schauer über den Rücken. Wenn ich von einem dieser Gifte vergiftet werden würde, ich würde niemals in einen dieser Y-17 Autodocs hier kriechen, wenn mein Leben davon abhinge. Allein die medizinische Technik für diese Traumaanzüge lässt mich wünschen, dass sie ihre Forschung auslöschen. Die Anzüge denken mehr als die Menschen, die in ihnen stecken. Y-17 Trauma-Harnisch Testergebnisse. Der Y-17 Trauma-Harnisch war viel erfolgreicher, als wir auch nur erahnen konnten. Die Testharnische waren in der Lage, die Bewusstseinsfunktion eines verletzten Subjekts zu übernehmen und sie heim zur Basis zu begleiten. Wir werden sehen, was sich entwickelt, wenn sie erstmal genug automuskulare Bewegung aufgezeichnet haben, um eine größere Bandbreite an Verhalten zeigen zu können. Nur daran zu denken, dass man sie dazu programmieren könnte, die Schuss- oder Kampfreflexe des Trägers zu kopieren, das wäre wirklich faszinierend für die Kriegsführung. Y-17 traumatisch. Aktionsgegenstände. Es gilt noch ein paar Probleme auszubügeln, bevor der Y-17 Traumaharnisch bereit für die Massenproduktion ist. Die richtige Menge an Verletzungen zu kalibrieren, um den Anzug auszulösen, bleibt problematisch. Trotzdem, die kleinen, jüngsten Subjekte konnten kaum protestieren, Entschuldigung, wenn sie erstmal im Harnisch steckten. Wenn keine Heimatbasis festgelegt ist, startet der Anzug einen unvorhersehbaren Wanderstatus. Und, wie wir festgestellt haben, als wir Versetzungsstufen kalibriert haben, die Sensoren des Anzuges sind nicht in der Lage zu erkennen, ob der Träger des Anzugs tot ist. Glücklicherweise ist vollautomatische Leichenwiederbeschaffung fast so nützlich wie vollautomatische Verletzungsbergung. Oh, ich glaube, ich werde krank. So, das hatten wir. Aber wie kommen wir jetzt da unten durch? Ist jetzt schon die dritte Lichtschranke, die wir haben. Kosmetische Verbesserung. Das heißt jetzt was? So, ich glaube von da sind wir gekommen. Das ist der doofe Autodoc. Christine's. Ob das die Christine ist vom Sierra Madre? Da ist eine Hand. Der Handschuh von jemand anderem wieder.
kann man wieder in da überall rein? Na gut, dann würde ich. Ja, was ist eigentlich unsere Aufgabe jetzt hier? Hey, das muss über uns sein. Das will ich jetzt noch kurz machen. Da. Okay. Und hier geht's in der nächsten Session weiter. Spitze wird dann gemäß. 2 plus 2 macht 4 Boten, ihr Denkfabrik-Idioten!